Neue Speed-Toolbox. Fische? Ja, fühle ich. Komm, Dark Magician Girl. Oh mein Gott! Hey, meine lieben Freunde, ich habe einen Kooperationspartner. Ich habe bei Fantasy Freak echt schon oft bestellt. Hat Fantasy Freak echt einen ultra stabilen Card-Market-Shop. Und die Ware kommt richtig schnell an, also 3 Tage oder schneller. Bei mir war es auch schon oftmals am nächsten Tag da, also wirklich richtig, richtig gut. Top-Qualität, gefällt mir wirklich gut und ich stehe hinter der Marke Fantasy Freak und hinter den Menschen, die dahinter stehen. Der Inhaber, der Chef, ist ein ganz, ganz lieber Mensch und das gibt mir das Gefühl, das Richtige zu tun. Also irgendwas, was ich noch nie selber gekauft, gemacht oder genutzt habe, wäre, glaube ich, spooky. Die machen alles immer noch zu Hause. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist einfach ein Familienbetrieb. Und zur Feier des Tages habe ich auch ein bisschen was. Und zwar einmal hier diese Sleeves. Die packen wir auch gleich aus. Und dann habe ich zugeschickt bekommen, einmal hier diese neue Speed-Toolbox. Und ich habe schon gehört, da kann ein Dark Magician Girl drin sein. Vielleicht haben wir Glück und ziehen das sogar. Okay, lass uns gar nicht so lange schlacken. Lass uns reingehen in das Produkt und lass uns mal gucken, was das Produkt kann und was da so alles drin ist. Da sind wir auch schon auf meiner wunderschönen TMCO-Spielmatte. Ich habe mir schon mal eine Schere geschnappt hier. Ich habe das Gefühl, die werden wir vielleicht sogar öfters brauchen. Ihr wisst ja, auf meinem Kanal gibt es eigentlich gar keine Unboxing-Videos, aber gegebenenfalls werden wir jetzt doch ab und zu ja mal so ein Unboxing machen. Das heißt, wir werden uns hier eine Unboxing-Schere beiseite legen. Als allererstes würde ich diese Sleeves ganz gerne mal unboxen, um mir die mal genauer anzugucken. Wie gehen die denn jetzt auf hier? Ach, guck mal. Die kann ich sogar hier aufschneiden. Einfach. Zack. Ich glaube, das ist einfach das Einfachste überhaupt. Wenn ich die jetzt hier einfach einmal aufschneide. Also, sieht schon schön aus, ne? Ich halte es mal hier so rein und sieht es noch ein bisschen besser. Es hat was, ne? Oder? Ich finde, das hat was. Klar, warum nicht, ne? So. Link von Fantasy Freak ist in der Videobeschreibung, meine Lieben. Schaut unbedingt mal bei ihm vorbei, um auch hier so coole Sleeves zu bekommen. Oder falls ihr selber Bock habt, das Produkt hier zu öffnen und vielleicht selber auch die Chance haben wollt auf ein Dark Magician, dann guckt unbedingt mal bei Fantasy Freak im Online-Shop vorbei. Faire Preise, wirklich coole Auswahl. Card Market Shop ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Geht da unbedingt mal rein. Es lohnt sich, da mal durchzustöbern. Also wirklich ein echt klasse Angebot. Und wir gucken jetzt mal, was wir hier rausziehen können. Wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nur, was hier drin ist, was draufsteht. Aber ansonsten weiß ich nicht, wie dieses Produkt aufgebaut ist. Und wir finden das jetzt mal einfach gemeinsam heraus. Und, ich sehe schon. Wir haben ja einen dunklen Magier. Ich glaube, der ist garantiert. Der ist garantiert. Und dann haben wir ja, boah, ist das viel. Alter, ist das viel. Also, wir bekommen hier einen Haufen an Spielmatten. Und 1, 2, 3, 4 Decks. Aber stand da nicht irgendwas von 8 Decks drauf? Oder kann man aus diesen ganzen Decks 8 Decks bauen? Wie ist denn das jetzt hier? Hier. Battle City Turnier fast beginnt. Diese 8 Personen. Mit 8 spielbaren Decks. Die Rolle von Yami-Yugi, Joe Wheeler und anderen Foren. Okay, 8 spielbare Decks. Aber wir haben ja nur 1, 2, 3, 4. Aber wahrscheinlich kann man aus den 4 Decks wieder andere Decks bauen, sodass man 8 hat. Oder sind die doppelt drin? Weil, guck mal, der hier ist ja, guck mal, der ist ja richtig dick. Und guck mal, der ist richtig dünn. Vielleicht sind die doppelt besetzt.
ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin überfordert. So viel Produkt. In einem Produkt kennen wir ja normal aus dem normalen TCG gar nicht. Ich glaube nämlich, die sehen richtig schick aus. Okay, es sind sogar zwei Spieler. Es sind zwei Spielermatten. Oha! Das ist ja richtig geil. Hier einmal mit dem Dark Magician und ihm hier. Wie heißt der gerade? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Und dann Dark Magician und Yugi. Aber es sind zwei... Arcane oder so, ne? Ich glaube Arcane... Da wurde ich eben unterbrochen, weil die Kamera einfach ausgegangen ist. Hier meine Facecam. Ja, passiert. Kein Strom mehr gehabt. Man muss auch mal auf den Strom achten, ne? Mein Lieben, egal. Auch das hier ist immer das gleiche Spielfeld. Und dann sind die beiden auch das gleichen oder die gleichen Spielfelder. Okay, gehen wir rein ins Pro-Pack oder wollen wir das zum Schluss machen? Nee, ich hab Bock. Komm, wir gehen rein ins Promo-Pack. Also, Chase-Karten sollen Dark Magician sein. Und, also der anderen Artwork. Und natürlich Dark Magician Girl. Das sollen die absoluten Chase-Karten sein. Und wir haben, warte mal, wir können mal hier mit der Kamera ein bisschen herangehen. Schaut mal, schaut doch mal. Warte mal, wir machen es so. Zack. Also, wir haben, hier sind wir im Fokus, ne? Ja, ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch verdammt gut aus. Also, wir haben einen Dark Magician. Und wir haben einen Cypher der Himmelsdrachen. Und jetzt kommen, glaube ich, die Random-Karten. Oh, geil! Geil! Rotäugiger schwarze Drache. Das sieht fett aus. Oh, nice. Eine Geisterzersetzung. Das sieht ja richtig geil aus. Ein Nightbeam. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ein Exchange. Boah, sieht schon gut aus. Okay, ein Fischer. Ja, fühle ich. Komm, Dark Magician Girl. Ja! Ja! Dark Magician Girl! Ich glaub's ja nicht! Oh mein Gott! Wir ziehen sie einfach wirklich! Alter! Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, ist das gut. Hammer. Absoluter Hammer. Und ich habe keine Steve hier, ich dödel. Die beiden Karten würde ich ganz gerne an euch verschenken wollen. Als kleines Giveaway. Schreibt mir einfach mal Hashtag Yugi in die Kommentare und dann schreibt mir bitte dazu, was verbindet ihr mit dem Charakter Yugi? Und dann machen wir das, lassen wir das eine Woche laufen, also heute ist Samstag, der 26. August. Und nächste Woche Samstag gibt es dann die Gewinnspielauflösung oder wir machen es im nächsten Stream, aber ich glaube, wir machen es einfach eine Woche später, ne? Also nächste Woche Samstag, Hashtag Yugi und dann könnt ihr einfach nochmal dazu schreiben, was ihr mit Yugi verbindet, also mit dem Yugi-Charakter und dann nehmt ihr im Gewinnspiel teil und dann könnt ihr diese beiden Karten hier gewinnen. Wenn ihr möchtet, unterschreibe ich euch die natürlich auch. Aber das könnt ihr dann ja in den Kommentaren schreiben, ob ich euch die unterschreiben soll oder nicht. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du neben dem Kommentar mit Hashtag Yugi und deiner Erinnerung, Erfahrung, Erlebnisse, Gedanken zu Yugi Moto, also dem Charakter,
einfach mal in die Kommentare schreiben. Und natürlich, du sollst Abonnent sein meines Kanals und dem Video einen Daumen nach oben geben. Das sind so die drei Voraussetzungen. Das ist, glaube ich, fast Standard. Und ich fange jetzt mal klein an und mal gucken, wie das angenommen wird. Wenn ihr darauf Bock habt und ich merke, ey, ihr habt Bock auf sowas, dann kann man das ja auch mal steigern. Kann man auch mal größere Produkte tatsächlich verlosen. Je nachdem, was auch nochmal so reinkommt, was ich ja nochmal so öffne. Auch mal ganze Sachen verlosen, OVP-Sachen oder sowas. Aber ich will erst mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ich will ja hier kein Giveaway-Kanal werden oder so. Aber ab und zu mal so eine Kleinigkeit euch einfach zurückzugeben, finde ich einfach cool und gibt mir einfach jetzt auch die Möglichkeit, einfach mal euch auch eine Freude zu bereiten. Und auch mal so zwischendurch, jetzt zwischen den Streams oder in den Streams, kann ich euch immer mal wieder so eine Karte oder ein Booster oder was weiß ich, irgendwie einfach mal vergiveawayen. Und ich glaube, ihr habt davon was, ich hab davon was. Und deswegen, ja, mich würde sehr freuen, wenn ihr Bock habt, am Gewinnspiel teilzunehmen. Schreibt einen Kommentar, dann sehe ich, dass ihr Bock drauf habt und dann können wir sowas auch öfters machen. Jetzt machen wir hier mal weiter mit diesen Structure Decks und Starter Decks und gucken einfach mal, was da so drin ist. Weil auch da habe ich wieder keine Ahnung, was da so drin ist. Okay, wir haben auch hier einen roten und schwarzen Drachen. Wir gehen hier einfach mal so durch. Ne, wir kennen ja alle die Karten. Ein Pascha, cool. Ist für Edison und Gold cool. Zwillingsdrache. Magier des Glaubens. Nice. Sehr cool. Maske der Finsternis. Kugelgrübe. Warte mal, ich kann das auch mal so machen. Dann seht ihr das auch ein bisschen besser. Ich drehe die Karten einfach um. Sehr cool. Allure of Darkness. Sehr geil. Ein Twister. Nightbeam. Ein Adliger, Nock. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Eine Wasserloch-Vollgrube. Das ist wirklich, wirklich. Ein Kaiku. Oha. Oha. Oh, zweimal Dark Magician? Okay. Ach, weil jetzt zwei Yugi-Decks kommen. Ah. Verstehe. Jetzt kommt hier quasi... Oh, Karten sind auf 2. Normalerweise sind ja im Structure Deck eigentlich die meisten Karten immer nur auf 1. Aber, oh, das ist für Gold cool. Nice. Okay, das ist jetzt, glaube ich, Polymination. Das scheint das Marek-Deck zu sein. Ja, das ist Marek-Deck. Okay, da sind mehrere Decks hier in einem Stapel drin. Ja, das ist ja ultra cool. Das ist ja sowas von nice. Ich guck mal, die Aufnahme läuft, ne? Ja, ich dachte gerade. So, das wär's ja jetzt gewesen. Okay. Hier sind die ganzen Characters. Die können wir uns gleich nochmal angucken. Sind, glaube ich, alle gar nicht so spannend. Sind es nur Characters? Nein. Okay, hier haben wir einen herbeigerufenen Totenkopf. Ja, okay. Das ist eine Goblin. Ich glaube, die kennen wir, die Karten auch. Das ist jetzt erstmal eine... nice. Krieger von Atlantis. War teilweise eine echt teure Karte. Muss man sagen. Ja, ein Kamen, auch vom Ribbon. Die ging ein bisschen was. Also sehr, sehr cool. Ich habe gerade schon was Geiles gesehen. Ein Book of Taya. Richtig cool. Für Gold. Gibt's geile Gold-Decks mit. Exchange wieder. Nice. Ich fühle das Produkt gerade echt wirklich. Finde ich wirklich, wirklich geil. Buch des Mondes. Kann man immer gut gebrauchen. Sehr cool. Ja, nice. Also, das ist ja der Hammer. So, jetzt haben wir hier noch mehr Dark Magician. Also, wir haben erstaunlich viele Dark Magician hier drin. Ja, na gut, es ist wie es ist, ne? So, zum Giveaway gibt es übrigens von mir hier noch ein Spielfeld oben drauf. Ne? Kriegt ihr von mir das Spielfeld plus die beiden Karten.
Und vielleicht gibt es noch die eine oder andere kleine Überraschung. Mal schauen. Noch ein Dark Magician, genau. Das ist anscheinend noch mal Yugi und ein Dark Magician Girl. Jetzt hier in Kamen. Ein Breaker. Nice. Ein Moth. Nice. Nice, nice, nice. Also es sind schon coole Karten hier drin. Es sind, oh nice, coolen Paladin. Es sind schon wirklich, wirklich coole Karten hier drin. Roter, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und hier wieder die ganzen Standardfusionen. Also das finde ich cool. Also man bekommt wirklich, wirklich hier einen Haufen Karten. Das Produkt kostet 30 Euro. Könnte man sich auch drüber unterhalten. Ist es zu viel, ist es zu wenig? Für das, was man hier alles bekommt, also 8 komplette Decks, und die sind auch anscheinend spielbar sofort, finde ich ehrlich gesagt 30 Euro okay. Also es sind ja wirklich viele Karten drin. Da sind wirklich viele Karten drin, die man jetzt auch fürs normale TCG nutzen kann. Theoretisch. Klar, für die ganzen paar Staples, die hier drin sind, kauft man sich nicht das Produkt, ne? Aber es ist ein netter Nebeneffekt, denke ich. Ich denke, es ist ein netter Nebeneffekt. Man hat auch gleich was für sein Geld, gleich fürs TCG normal. Und man hat halt hier die Möglichkeit, diese Chase-Karten zu haben. Und natürlich haben wir jetzt extremes Glück mit dem Dark Magician Girl. Aber auch so die ganzen Karten, die sehen ja wunderschön aus. Also Speed Duel Secret Rares, liebe ich, finde ich unfassbar schön. Okay, was haben wir hier? Marco Tsunami. Okay, das ist jetzt hier anscheinend das Wasserdeck, ne? Das klassische Marco Tsunami Deck. Tornado-Wand. Oh, Insekten. Cool. Jetzt haben wir, wie heißt denn der Insektentyp nochmal? Irgendwas mit Evil, Jay, ich komme gar nicht auf den Namen. Aber hier, das Insektendeck haben wir. Das Tornado, auch geil. Jinzo. Okay, cool. Jetzt haben wir hier den Jinzo-Typ. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ein Spellcanceler ist hier drin als Kamen. Oha, voll gut. Das ist ja richtig stark. Und ein Foolish ist ja auch drin. Geil. Ein Cyclone? Oha, Creature's Drop? Nochmal eine Mind Control? Ja, mega. Also, wir bekommen für 30 Euro einen ganzen Haufen an Karten. Also wirklich, wirklich geil. Wir bekommen natürlich hier unser Promopack. Und wir bekommen einen Haufen an Spielmatten, die wir gleich benutzen können. Und es sind 2 Player-Spielmats. Also wirklich, wirklich cool. Also, was soll ich sagen? Es ist ein cooles Produkt. Es ist wirklich ein cooles Produkt. Und wir bekommen eine wirklich schicke Box. Muss man einfach mal sagen. Es ist eine sehr, sehr schicke Box. Eine wirklich, wirklich schicke Box. Falls ihr auch Bock auf das Produkt habt, schaut unbedingt mal bei Fantasy Freak vorbei. Und denkt an mein kleines Giveaway. Einfach mal Hashtag Yugi in die Kommentare schreiben. Und ich würde euch diese beiden Karten schenken. Plus eine Spielmatte. Eine 2-Player-Speed-Duel-Spielmatte. Wenn ihr möchtet, unterschreibe ich euch die natürlich. Oder nur einen von beiden. Und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Bonuskarte oben drauf. So als kleine Überraschung. Also, ich würde sagen, an der Stelle war es das. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Schau mal bei Fantasy Freak vorbei, falls du auch Bock auf dieses wundervolle Produkt hast. Und Link ist unten in der Videobeschreibung. Der Card Market Link. Würde mich freuen, wenn du den mal abcheckst. Und da einfach mal stellst und da einfach mal Hallo sagst. Ich kann es ja auch eine liebe Nachricht schreiben. Hallo, komm von Tims Video. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann sage ich
bis zum nächsten Mal, Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe ja jetzt noch nicht so viele Unboxings hier gemacht auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt dieser ganze Style. Falls ihr noch Ideen habt, wie ich die ganzen Unboxings vielleicht noch spektakulärer, noch besser machen kann, dann schreibt mir das in die Kommentare. Aber ich glaube, fürs Erste finde ich das doch ganz schnieke und euch ganz schick. Also, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, mein Lieben. Denk an das Gewinnspiel. Nächsten...